Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer Lieblingsshow. Ein Schnaps, ein Lied heute mit einem, ich glaube, ohne ihn geht was Hamburg gar nicht. Er ist das erfolgreichste Smoothie-Double Europas. Er hat die Hymne schlechthin dieser Welt komponiert für uns. Wahrscheinlich lieber für HSV-Fans und ein bisschen für den Rest der Stadt. Er ist aus Hamburg nicht wegzudenken. Ich kann jetzt gar nicht fassen, dass er hier ist, aber er ist ein bisschen körperlich daneben. Oder Spur müssen wir ein bisschen aufbauen, aber er hat außerdem Medikamente schon genommen. Ich freue mich sehr auf den Wunder von Lotto King Karl! Moin! Jesus, Fist an. Das hat man vorher proben müssen. Ja, aber Fist ist mal. Das kann verstehen. Ja Spaß ja, machen. Kann, mein Gott, verstehen. Erfahrung, weil wir fangen gleich an. Du bist ja auch vom Kiez für mich. Wird das im Internet nach 22 Uhr gesendet? Es kommt fast niemand, da musst du keine Angst haben. Oh, das glaube ich nicht. Du bist doch, also ohne deine Wunder, ich bin nur damals mit meinem Ex-Freund ins HSV-Stadion auf und zu gegangen, nur wegen dieses wundervollen Liedes. Weißt du, was man immer weinen muss, weil man, das ist so ein, das bin ich die Erste, die Sache, ich bin jetzt gesagt, aber das weißt du schon selber, ne? Was Besseres schreibst du auch nie, das muss ich auch sagen. Das ist einfach so ein Und wird nie wieder was kommen, ja. Oder kannst du immer hinterher ja, machen. Wir haben uns da auch damals lange gequält um den Song, weil das weiß ich noch, weil wir hatten so das Gefühl, dass die Idee ganz gut ist. Ja. Aber irgendwie hing das so in den Seilen. Und das ist ja immer so, bei Musikern ist es ja immer so, wenn du sagst, ja, ist toll, dass wir es jetzt so weit haben als Demo, aber das ist nicht der richtige Song. Mhm. Strapaziert das doch vielerlei Nerven. So, und dann haben wir aber irgendwann, haben wir dann doch gemerkt, so waren wir nur noch zu dritt und haben dann gesagt, so und so ist es. Und dann ist es tatsächlich, gab es diesen, das weiß ich noch, das weiß ich nicht bei vielen Songs, gab es einen Morgen in Barmstedt im Keller von Thorsten Heinsch, wo Thorsten Heinsch mit einem großen Frank It da saßen am Bass und haben gesagt, ich glaube, wir haben es jetzt. Und dann ist er tatsächlich, weil es nicht anders ging, weil keiner sonst Zeit hatte, eingesprungen beim das Hafenkonzert beim NDR oder so. Und Hafenkonzert, genau. Und toll. Und da sagt Mensch, mein Vater guckt das immer so gerne und er ist so stolz, wenn ich jetzt dabei bin. Und ich sage, ja, komm, ist doch super. Stefan Gwildes war auch dabei und und dann spielen wir das Ding und am Ende des Songs spielt Thorsten weiter. Und es gibt diesen schönen Moment in dieser Aufnahme, wo ich so nach rechts gucke und Thorsten guckt so mich so an, was? Und so, und dann improvisiert er aber 16 Takte, spielt ein kleines Solo und dann schneiden wir nochmal an. Das ist eine ganz berührte Version geworden. Eine berührte Version. Ja, aber es war so, dass man sagt, so, es hätte auch eine Minute weniger hätte auch getan. Oh, ich liebe es. Aber man heißt es ja eigentlich über diese Welthits, dann schreibst du auf dem Klo in 3 Minuten und dann ist das Ding. Ne? Nein, das gibt's auch. Manchmal dauert es dann doch länger. Also das gibt's auch. Zum Beispiel habe ich für Sviesta Bosne, den Song bei Sergej Barbares, da habe ich glaube ich nicht mehr. Also Sprache. Sviesta Bosne, das ist sehr kroatisch. Stern von Bosnien. Und da habe ich tatsächlich nicht viel länger als eine Viertelstunde. Siehst du, was gibt's halt auch. Ne? Also erstmal kurz nebenbei, wir trinken hier noch ein bisschen. Wir trinken hier Du hast dir was gewünscht. Ja. Ganz untypisch für einen Hamburger, was hast du dir gewünscht? Naja, ich hab die Firma Jägermeister schon so reich gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt ist auch mal Helbing dran. Ist magenfreundlich. Ihr müsst wissen, ihr habt eben noch eine Magentablette genommen. Es ging ja fünf so. Ging nicht so gut und du bist auch heute Nacht aus der Treppe runtergefallen, vom Messenet-Wohnung schon. Genau, ja. Jetzt tot sein können, ne? Man muss sich ja tot sein können. Im Alter aber langsam musst du mit Stoppsocken aufziehen. Stoppsocken. Wenn es danach geht, naja, ich hatte so Puschen an, also das war das Problem. Aber wenn es danach geht, hätte ich schon so oft sterben können. Ja, wirklich, hast du schon so, wo du bist, Hubsasser. Ich denke ja immer, wenn ich nachts auf dem Kiez besoffen, ich komme irgendwann nach Hause und ich bin immer der Filmbuskandidat, ne? Ja. Ich bin meinem besten Freund weg und nach 3 Minuten weiter nichts mehr. Okay. Dass wir noch nicht irgendwie in Japan ihr Organspendenopfer sind und so eine Sachen. Brasilien ist günstig. Ja, da bin ich ja weg vom Fenster. Nur das passiert halt, besoffen passiert sowas dann nicht. Naja, also ich habe gehört, dass man in Brasilien die Leber nach Gewicht verkaufen kann. Da hast du dann noch Chancen. Da sehe ich jetzt gerade in der Corona-Krise noch eine erhebliche Chance für mich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich darf ja auch erzählen, einmal hast du es verbraten. Da hast du einen Termin verpasst. Ja, du willst dich kurz entschuldigen, ja, ne? Ich dachte mir, was wünschen hat der Mensch. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte nämlich, damit dass du fragst, ich möchte mit dir irgendwo in Hamburg meine Perle einmal singen, irgendwo. Wo viele Menschen sind, damit ich berühre. Okay, das machen wir. Ich kann ja schön zweistimmig singen. Ja, das machen wir. Nein, das machen wir. Oh, na du, wieso?
Hier. Oh, juhu. Ja, jetzt wird aber getrunken, oder nicht? Ja, Prost. Kannst du essen, wenn du möchtest. Ja, klar. Ich lerne dir diese ganzen Folgen dieser Show, dass Männer das besser abkönnen. Du sagst, du bist du besoffen bist, da damals dann schon noch was, ne? Ja, das ist typischer Alkoholiker. Ja, die trifft relativ schnell einen leichten Glimmer und dann dauert es dann auch lang. Ist der Tag auch geritzt. Bei meinem Freund Malte Völz war ich in der Sendung in Bremen und da haben wir sich Malte betrunken mit so ein paar Jungs von der Landjugend. Ah, die sind gut. Und das sollte einer normalerweise Respekt abnötigen, aber du denkst, ich bin zweimaliger Pilsing-Weltmeister, habe ich gedacht, okay, naja. Pilsing? Aber... Was ist das Pilsing? Du lachst. Kann ich gleich erklären. Alte Männerdings. Ja, okay. Und das ist so 90er, 80er Jahre Ding ist das. Und aber die haben echt gezogen, die Jungs. Das war echt stark. Das war enorm. Ja. Bei dir kann ich es mir auch richtig gut vorstellen. Nein, weil Pilsing war früher ja, so. Pilsing. Ich war Mitglied des Schäfer-Jankowiak-Pilsing-Teams in Kiel, Acapulco. Ist das was, worauf man stolz sein kann? Das ja, ich so bin da total stolz. Normalerweise nicht, aber ich bin auch so stolz. Und ich bin auch gut im FIFA-Soccer jetzt durch Corona. Und ich bin auf bestimmte Dinge wirklich echt stolz. So. Und damals war es so, es ging halt darum, dass man irgendwelche irren Dinge macht, wenn man was irgendwann trinkt. Mm-hmm. Und da gibt es auch so Sonderpunkte. So. Und es geht auch darum, dass man irgendwann noch einigermaßen klar in die Disco reinkommt. So, jetzt sag, was du gemacht hast. Na, ich kann mich an eine Szene erinnern, als wir im Far-Out in Kiel waren, dass der Türsteher, den kannten wir, Mario, der stand an der Tür. Und wir waren, Fern und ich, Fern ist ja der Zahnarzt, heute, damals war der... Student, glaube ich. Ja. Ich war noch Soldat. Und du warst Soldat, darüber reden wir gleich. Ich war Zeitsoldat, ja, Z-Schwein. Und wir reden über, wann so, kann man sterben. Ich finde das gut. Ja, das stimmt. Oft sterben können. So. Und jedenfalls war es so, dass einer aus unserem Team, Hannah, mit zwei Frauen im Auto gegenüber so eine Einfahrt geparkt hat. Und zwei Frauen im Auto gibt immer schon mal doppelte Punkte. Und er musste auch nicht fahren. Nur dann ist er aus irgendeinem bescheuerten Grund nicht aus dem Auto ausgestiegen und auf die andere Straßenseite gekommen, wo wir schon auf ihn warteten, aha, sondern er ist hinter das Plakat, was auf der anderen Seite stand, gestiegen, ist da drauf geklettert und ist dann von da auf die Motorhaube gefallen. Das macht man halt. Und dann sagte Mario zu uns beiden so, ist euch klar, den lasst ihr nicht rein, ihr seid ja einer. Lacht er das? Dann habe ich gesagt, ja, verstehen wir jetzt. Aber kann man auch schon wieder sterben? Was macht ihr denn alle? Männer sind so viel schlimmer als Frauen. Nee, Frauen sind auch eklig, wenn sie besoffen sind. Weißt du, bist du auch Rockstar? Wie ist das, wenn man. Du wirst bestimmt öfters mal von besoffenen Frauen, dann, wenn sie sich Mut angetrunken haben, sowas schon mal angemacht, ne? Auch, ne? Bestimmt auch nüchterne Frauen machen das schon mal. Nüchterne Frauen. Also, jetzt geht's ja. Nein, ja, das ist schon mal vorgekommen, ja. Oh, ist das nicht schön? Dann denkt man so, Nein, ich verstehe das ja auch. Also das ist ein Tag genug, also was soll's, das ist ja... Das Leben hat ja. Das stimmt. Übrigens, wenn das hier so ein bisschen knatscht, ist mein Gute, ja? Das ist wirklich dieser schreckliche... Nein, die Stühle sind gut, das hübsch. Ist nur so. Es gibt ja von uns dieses Ding Lotto und die drei Richtigen, wo wir so ein Akustikquartett spielen. Und das machen wir ja, also Jörn, unser Gitarrist, und ich auf Barhockern, Manne sitzt auf seiner Cajon und Tom sitzt dann idealerweise am Flügel. Das heißt, hauptsächlich Jörn und ich sind da. Und es ist immer so, wir sagen den Veranstaltern, wir brauchen Barhocker. Mhm. Und so ein Barhocker ist gut, weil er ist jetzt in der höchsten Einstellung so, dass man mit einem Bein locker an den Boden kann. Blöd ist, wenn diese Stühle zu hoch sind. Wir und du bist auch. 10 Minuten ein bisschen höher. Also ich spiele ja dann so ein bisschen Percussion und mit Schellen kannst du mal das. Weil es so eine Unwucht gibt. Und dann spielst du so und dann kannst du noch sehen. Und dann musst du aber warten, bis du wieder einmal rum bist. Und dann fand ich da, pass auf. Tut dir einen Gefallen. Und wenn es der hässlichste Holzstuhl ist, der 100 Kilo wiegt, aber stell das Ding mit der Scheißlehne von mir aus dahin, das ist besser als alles andere. So niedlich. Dann bist du körperbewusst, gut ernähren, Sport machen? Ja, hallo. Wenn ich Zeit habe, ja. Hast halt keine Zeit. Ja, hat auch was mit Faulheit zu tun. Ja, siehst du, das ist mal ganz ehrlich. Aber ich habe früher viel Sport gemacht. Also Soldaten muss man ja, wird man ja nicht genommen, wenn man dich, da musst du schon Sit-Ups können, ne? Bestimmt auch drei Klimmzüge, ne? Aufnahmeprüfung heißt das jetzt eben. Also ist halt Tauglichkeitsprüfung, wie ich damals musste. Ja, genau. Und krass, hast du gemacht. Ja, ich war T1, ich war ja Zeitsoldat. Du hättest aber noch auch entscheiden dürfen, auch zwischen Zivildienst, was war genau, das war damals. Weil das war natürlich, das war Mitte der 80er Jahre, das war natürlich so eine Zeit, wo es auch völlig... uncool war, zum Bund zu gehen eigentlich. Und ich habe aber gedacht, ich habe so viel Geschehen über die Bundeswehr gehört und so viele Sachen über Zivildienst, was man da Leute machen, nur um die Zeit so abzublähen. Ja, klar, ja. Und da habe ich gedacht, so, nee, das ist auch uncool. Wenn, dann machst du irgendwas, was irgendwas bringt. Und dann habe ich gedacht, ich wollte eigentlich in die Sportkompanie damals und das hat aber an einer... Lache. Ja, ja. Entschuldigung. So.
Und es hat aber so ein ganz kleines Stück gewählt für eine Geschichte beim Basketball, weil ich auch nicht so groß bin. Aha, das lag nur am Krankenbett. Aber ja, ich war schon ganz gut. Also ist nicht. Aber dann habe ich gedacht, weißt du, was ich gehe jetzt zum Zeitsoldatentest nach Wilhelmshaven. Und zieh mir das einfach mal rein. Ja. Weil ich habe so viele Geschichten von der Bundeswehr gehört. Von den 80% dieser Geschichten, auch die Horrorgeschichten, von Leuten erzählt worden sind, die nie da waren. Ja. Ich will es zumindest einmal erleben. Soll ich da hin? Und ich habe mir gedacht, ich lasse es mal so kommen. Ja. Es war noch nicht sicher, weil damals hat unser Trainer gesagt, du bist jetzt lehrpflichtig, pass auf, du hast das im Rücken, ne? Du gehst zu dem Arzt. Ah, eigentlich süß. Ja, und dann habe ich gesagt, Moment mal, hier spielen wir in der zweiten Bundesliga, wir haben was im Rücken. Ja, wir haben hier alle was im Rücken. Da habe ich gesagt, nee, weißt du was, das ist uncool. Entweder bin ich T1 oder T5, das waren die höchsten oder die schlechteste. T5 bist du raus, da musst du gar nichts machen. Ich sage, wenn ich 2, 3 oder 4 bin, rufe ich nochmal an wegen dem Arzt. So, wegen des Arztes heißt das. Aber falls es dann doch eins ist, passt es. Und ich bin in T1 gemustert worden. Ach, und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das einfach mal. Und dann war es so, dass nach der Grundausbildung, damals gab es noch eine Prüfung am Ende der Grundausbildung, kam tatsächlich ein Vierteljahr später ein Schreiben vom, ich glaube, tatsächlich Bundesministerium für Verteidigung. Es gibt da einen Test, 8000 Leute haben sich beworben und es werden jetzt irgendwie 300 Leute eingeladen und Lügen. Ich glaube, 40 sind genommen worden für Schiffsführung, 10 für irgendwas anderes und 20 für Marinesicherung, das Marineinfanterie. Und das ist dann fast schon wieder her. Und deswegen wollen wir eigentlich deswegen nicht zur Marine gehen. So, dann haben wir 3 Tage einen Test gemacht in Glückstadt. Und das war wirklich so. Ich habe danach auch so Einstellungstests gemacht. Mhm. Ich habe danach nie wieder einen besseren Test gemacht, weil es war so, du wusstest wirklich nicht, wo du stehst. Mhm. Die haben dich 10.000 Meter laufen lassen. 10.000 Meter. Danach gehst du zum Psychiater, der erzählt dir irgendwelche Sachen. Dann schreibst du auf Englisch irgendeinen Aufsatz. Dann musst du eine Diskussionsrunde führen. Dann gibt es einen Mathe-Test. Dann machst du Circuit-Training. Dann hast du Rohrschacht-Test, wo natürlich klar, wenn du jetzt sagst, was ist Rohrschacht? Das ist diese Spiegelbilder mit dem Tintenklecks. Ah ja, so, was wenn du dann siehst. Ja, da. Immer eine Gebärmutter. So. Ist immer eine Gebärmutter. So. Wenn du jetzt sagst, Gebärmutter, Panda in Hitler-Uniform, dann bist du raus. So, ne? Was du leisten konntest. Mehr. So. Und das ging 3 Tage so. Und das war wirklich so, also klar, wenn das Ding aufklappt und du sagst, ein Schmetterling, weißt du, ist es nicht besonders originell, aber es ist besser als Panda in Hitler-Uniform, den kennt er schon. Aber gibt es denn was Richtiges oder was Falsches? Ah, nein. Das weiß ich nicht. Ah, du weißt nicht. Du wusstest natürlich, du kennst deine Zeit, 10.000 Meter, du weißt, wie viel Sit-Ups kriegst du in einer Minute hin. Bist du geistig hier beisammen? Dann sagst du, okay, das war ganz gut, aber der Rest war auch mega fit, der da war. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, weiß ich nicht, wo stehe ich da, keine Ahnung. Mhm. Und nach 3 Tagen haben wir gesagt, wir müssen uns überlegen, wenn wir Platz 22 sind, dann ist ja einfach. Oder 21, dann lassen wir es laufen. Wenn wir 1 bis 20 sind, ist sowieso klar. Mhm. Aber was machen wir, wenn wir 25 oder irgendwas sind? Wenn wir rausfliegen, wenn wir Platz 140 sind, ist auch egal. Mhm. Wollen wir wirklich plötzlich als Marinesoldat komplett unsere restliche Dienstzeit in Oliv verbringen? In der vagen Hoffnung, dass in unserem späteren Leben die Tatsache, dass du Offizier bist, irgendwie vorteilhaft ist. Und da saß ich mit meinem sehr guten Freund Jens Peek, der dann später sehr früh gestorben ist, wenn ich den Song Schlaflied geschrieben habe. Ja. Oh. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns nochmal Gedanken machen. Wir müssen das überlegen. Wenn wir jetzt diese Rangliste vorlesen, dann müssen wir wissen, was machen wir, wenn wir jetzt... Jetzt sag, bist du Nummer 1 gewesen, oder? Nein, ich bin dann irgendwie Nummer irgendwas gewesen. Sag irgendwas, du weißt genau, welche Nummer du warst. Nee, ich glaube 11 oder so. Und am Ende war es aber... Boah, Elite-Einheit, du könntest Jan, hier... Jan, die Gruß, wir beide waren die Lehrgangsbesten später in Nürnberg. Wow, das ist sowas. Und dann bist du ein Rockstar. Darauf bin ich auch stolz. Du hast so ein Elite-Dings hier. Basic-Weltmeister und Lehrgangsbester in Nürnberg. Du hast so richtig Elite, Sixpack. Was machst du denn hier in Barmbek? Ich will ja auch auf deine Schauspieler sprechen. Okay, dann leh los, ja. Machen wir gleich. Erstmal erzählst du erste Runde. Du kennst halt diese Show aus Berlin, ne? Du liebst es ja, dass du gefragt, ob du hier Gast sein darfst. Ja. Das ist anders, dass ich gefragt habe. 15 Wochen habe ich ja nicht gefragt. Ja. Ne? Und hast du noch vergessen. Nein. Die erste Runde ist Lieblingswitz. Du erzählst deinen Lieblingswitz. Und wenn ich so lachen muss, weil es so lustig ist, dann muss ich ächzen. Wenn ich mich in den Zaum halten kann, dann musst du ächzen. Ich schenke mir mal nach. Ja, aber schenk doch ruhig ins Glas ein. Ich habe mich auf die charmante Hausbar. Das war so richtig. Gruß an Bernd Begemann. Ich kenne diesen Song noch mit der Hausbar. Das ist... Die mag ich auch, mag's auch. Ja, Entschuldigung, ich kann es halt nicht. Los. Entschuldigung. Ich habe auch einfach muskulär keine Kapazität. Ich zitter sofort. Ich habe im Bein sehr viele Muskeln, aber nicht im Arm. Was ist das für ein Wappen? Hunde, Katzen, Tierwohl. Du bist ja auch Tierschützer. Es ist kein Familienwappen.
Doch, am Ende schon. Dein neues jetzt. Tierschützer. Okay. Du wirst ja auch ab heute kein Fleisch mehr essen, hast du mir versprochen, ne? Ich esse sowieso nicht zwingend Fleisch. Also, ich esse nur wieder Fleisch. Super, mach das nicht. Also Lieblingswitz. Nein, ich hab den spektakulärsten Witz, den ich erzählen kann, den kann ich erzählen, weil das einfach politisch so doch, bitte, ich möchte nein. Ich erzähle eigentlich auf der Bühne. Ich erzähle den Witz, den auf einer Bühne gleich erzähle. Möchte ich. Ein größeres Risiko gibt es nicht, dass ich von ein paar tausend Leute hinstelle. Die möchten politisch korrekten. Und die wollen alle. Spür, was zum Marius so hast. Das kenne ich auch. Ja, so. Heinz Strunk hat bei uns. Ich liebe Heinz Strunk. Hat bei uns mal Saxophon gespielt. Ich liebe Heinz Strunk. Ja, ich erzähle jetzt, dass ich auf der Bühne erzähle. Und das ist wirklich wahr. Ich bin kein Fan von diesen Alexa-Scheißdingern. Nein. Es gibt ja mittlerweile so Alexa-Profi-Geräte, die gibt es schon lange, mit Monitoren, wo auch noch was optisch gezeigt wird. Ja. Und immer, wenn ich irgendwo bin, was ich natürlich jetzt durch Corona nicht mehr so oft bin, aber manchmal muss ich ja irgendwo sein, und so Alexa... Die Leute. Nein, so Alexa High-End-Kram steht irgendwo. Ja. Und dann sitzen Leute da und es geht um irgendwas ganz Wichtiges, alle sind ganz ernsthaft und haben alle Angst davor, dass Lotto wahnsinnig ist und so. Alexa, greift Russland an. So, und da sind alle ganz, ganz... Also ich habe wirklich... Mir ist das unheimlich. Ich bin kein Typ, der jetzt vor Überwachung unfassbare Angst hat, weil ich glaube, dass wir alle, die bei Facebook sind, sowieso so überwacht werden. Und ich habe auch nicht so viel zu verbergen, aber egal. Ich wohne in einem großen Innenhof. Ja, schön. Ein ganz großer Innenhof. Das sind mit Sicherheit 100 mal 30 Meter Altbau und alles Mögliche. Da wohnen ganz viele Leute. Da wurde jetzt auch in der Corona-Zeit manchmal gesungen. Ja. Opernsänger haben gesungen. Hast du auch gesungen? Nee, leider nicht. Ich habe mich nie eingeladen, aber das ist egal. Jedenfalls ist es so... Ein großer Innenhof ist wie ein Trichter, ist wie ein Lautsprecher. Mhm. Und manche Eltern sind ja der Meinung, dass wenn ihr Kind schreit, dass man sie schreien lassen soll. Ja. Kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Kinder. Ja. Aber es ist schon so, dass wenn das Kind so 12, 13, 14 Stunden schreit, muss ich mal schon mal gucken. Das ist schon lachen. Dass man du willst das eigentlich überleben. Naja, es ist dann immer noch so ein Trichter. Und wenn das Kind unten spielt, was jetzt Sinn macht, macht ja Sinn. Dass das Kind im Hof spielt, auf dem Rasen, das finde ich gut. Ja, in der Natur, wäre ja super. Aber weißt du, wir haben früher einfach nur Fußball gespielt, dann haben wir Tor geschrien. Aber es gibt immer Kinder, die gehen raus und schreien 14 Stunden durch. Ja, ich weiß. Ich liebe das. Obwohl du auch denkst so, naja, also das ist schon ganz schön laut. Und dann gehst du hin mit dem Handy, mit dem Dezibelmesser und denkst so, 98 dB. 96 dB. Bist du ja mit dem Dezibelgerät? Nein, ja, klar, ich hab ja mit dem Handy. Ja, brauchst du ja wegen Au-pair, denn wir müssen selber. Dann denkst du, bei 96 drehen die Bullen uns den Ton ab im Stadtpark. Naja, das Kind ist zu laut, das ist 900 Vormittag. Also ist es so, dass manchmal in diesem Hof Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Nicht oft. Und zum Beispiel ist irgendwann um 23 Uhr ein Typ mit so einem kleinen Bobcat-Bagger in diesen Innenhof gefahren, um eine Garage abzureißen. Um 23 Uhr irgendwas. So. Und ich merke natürlich, meine Nachbarn sind etwas hilflos und sind aber echt genervt. Ja, also alle waren, also es waren alle genervt. Die Kinder, die Alten, also alle, die Lahmen, die Tauben, alle waren genervt. Es waren alle total genervt. So. Und jetzt wer ruft jetzt die Schmiere? Und die Schmiere rufen und sagen, oh, das ist okay, sie machen ihren Job, aber es ist auch ein bisschen uncool. Also denke ich mir, ich bin ja vorbereitet. Ich habe natürlich, weil ich natürlich auch manchmal wie Bono am Bühnenrand rocke und einen großen Strahler in der Hand habe, habe ich einen großen Strahler aus dem Baumarkt mit, weiß ich nicht, 8000 Watt oder so, so ein unfassbar helles Ding für 30 Euro. Wie lustig. So, und ich habe natürlich ein Megafon. Wir sind alle Fashion-More-Fans. Also, Mike Peck war schon in meiner alten Wohnung. Ja. Also, wir sind, also oh, so. Ich auch. Also nimmst du das Megafon. Entschuldigung, der war in deiner Wohnung? Dieser sexy Mann? Ja. Oh, wo ist der? So. Was macht er heute? Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Der ist mega Rockstar. Ist ein mega Rockstar. Ja. Okay, weiter geht's. Also nehme ich das Megafon, ziele mit, ich habe es ja gelernt beim Bund, mit meiner Strahlerleuchte super hell auf diesen Typen. Und es ist wie so Los Angeles Polizei vor der Schießerei. Und so, was machst du da? Und alle Nachbarn so, nicht so laut. So. Und ich fresse, ich löse das Problem. Was machst du da? Und dann der Typ so sitzt in seinem Bobcat-Bagger, der so groß ist wie ein Fiat Panda und versucht diese Garage abzureißen. Also, muss ich die Garage abreißen? Was? Aber nicht um 23 Uhr, 22 Uhr. Und dann sagt er,
Ich hatte einen Stau vom Elbtunnel, wo du sagst, wie lange kann denn der Stau dauern? Ich liebe die Geschichte. Wie lange kann denn der Stau dauern? Es ist 23 Uhr irgendwas. Ich habe zwei Helden, ich habe noch nie gelacht. Hau rein, kein Zwang, es ist deine Sendung. So. Und sagst, pass auf, Alter, du verpiss dich jetzt hier, ich kann überhaupt nicht, komm ich runter. So. Und dann leuchte ich ihn an und dann ist natürlich so, er merkt irgendwann, dieses Licht geht nicht weg. Und dann haut er auch ab. Und alle Nachbarn sind ruhig. Monate später. Auf der anderen Seite des Hauses, an einer Straße, gibt es offenbar ein Pärchen, das sich über Stunden immer wieder streitet. Ein Pärchen. Pärchen. Ein Pärchen. Du wohnst in Brennbeziehung. Ich wohne direkt in der Line of Fire. So. Ich glaube, und Winterhude ist Line of Fire. Scheiß mal auf Beirut, Alter. Pass mal auf. So. Jedenfalls das Pärchen streitet sich. Und dann verträgt es sich auch wieder. Und du hörst alles, weil die Fenster sind auf. Und es ist Sommer. Das war Sommer. Und irgendwann ist es 1 Uhr nachts, es ist 2 Uhr nachts, es ist 3.40 Uhr. Es ist 3.40 Uhr. Und die Brüllerei geht los. Und du merkst förmlich, wie alle, die zu dieser Straße Zimmer haben, denken, jetzt reicht's. Jetzt rufe ich die Polizei an. Und du denkst, ich muss ihnen ihre Gewissensfrage abnehmen. Also nimmst du dein Megafon und sagst, Alter! Ich liebe das. Sorry, Leute, ich schick sie zurück zum Bahnhof. Ich bin dein großer Fan. Bruder, ich komm rüber. So. Das ist aber auch innerhalb von Sekunden. Oh, ich liebe das. Ich muss nur den Mut haben, das zu machen. So. Und dann nicht vorbei. Bin ich auf den eigentlichen Witz gekommen. Ach so, Entschuldigung, ich habe schon sehr oft gelacht jetzt. Weil ich natürlich auch mitgekriegt habe, dass irgendwann irgendein Kind, das Lennart heißt, nachts weint. Und so weiter. Ich habe überlegt, wenn du deinen Nachbarn richtig auf den Sack gehen willst, aber richtig. Tipp für euch jetzt. Richtig, für alle. Einmal um 3 Uhr morgens Fenster aufmachen in so einem großen Innenhof, ist auch schön halt. Ich wohne halt oben, ja, aber wenn du runterrufst mit dem Megafon, dann ist es richtig. Kommt es wieder hoch. Um 4 Uhr irgendwas einfach. Und dann 4 Uhr stehen die ersten wieder auf. Dann mal 3 Uhr 25, so eine krumme Zeit. So nimmst du 3 Uhr 19, das gibt's nicht. So 3 Uhr 19, rufst du an, nimmst dein Megafon und brüllst so, Alexa, spiel Slayer! Und dann siehst du, wie bum, 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 wie ein Feuerwerk die ganzen Lichter angeht. Der Nachbar eures Vertrauens, es könnte schon nicht sein. Ich wohne ja auch in Barenbeck, ist ja neben Winterhude, das ist auch brennen. Ja. Trink ich jetzt, weil ich einen geilen Witz erzähle, oder trinkst du jetzt? Weil du Spaß hast. Ja, ich das ist sowieso, weil ich nichts anderes mache und nichts sage. Ich habe nie so viel gelacht. Wie niedlich ist das? Aber ich muss auch wiederum sagen, ich habe auch einen Innenhof in Barenbeck Nord wohnen. Und das ist so schön. Das super, oder? Allermeistens sind es nur diese beiden, egal, aber es sind migrationshintergründige Kinder. Und die freuen sich, die Kinder in der Schule gerade, sind beide 3, 4, 5 Jahre alt. Die lernen ihr ABC-Lied im Innenhof. A, B, C, D, E, F, G. 15 Stunden. Aber ist aber das nicht okay? Das finde ich okay. Scheiße, wenn kein B kommt. 14 Stunden lang. Das finde ich scheiße. Garage. Ja, aber nicht so, mein Gott, du hast jetzt 14 Stunden lang A geprüft. Wann kommt das scheiß B? Oh, du bist entzückend. Ja. Du bist ein bisschen besser geworden. Das war ja auch ein bisschen heißer, ne? Ja. Ja, unterwegs. Ja, vorhin noch heißer. Noch heißer. Wann sind die Haare aus? Dann wann? Nein, wir sind wegen Testosteron. Testosteron? Wegen Testosteron. Meine Haare muss ja klar. Ja, du musst auch so jeden. Ex-Freund, mit dem ich zum HSV musste, immer, der nimmt jeden Tag einen Tipp an dich, oder an alle Menschen, wo es noch nicht zu spät ist. Eine 8-Liter-Tablette von Östrogen-Tablette, dann fallen die nicht aus. Propezia. Kann ich eine super Geschichte erzählen? Ja, du kennst es, hast zu spät angefangen, das zu trinken. Kostet nur 169 Euro. Du hast das doch, Mensch. So. Und habe ich damals gefunden und habe dann einen Freund von mir, der Labormediziner ist, angerufen und gesagt, sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich das Zeug nehme? Ist das okay oder nicht? Sag ich, nee, dann ist das. Mach weiter. Ja? Ja. Gott sei Dank hast du hohe Schuhe an. Ich weiß es nicht. Jetzt gerade. Du musst schon mir einen Schwank erzählen, der super war. Wir waren stehen geblieben, kurz nachdem du Barmbek gekauft hast. Nein, habe ich nicht. Ich erinnere es aber auch nicht. Das hilft dir jetzt auch gar nicht weiter. Nee, das ist so lange her. Nein. Ich wollte jetzt auch nicht hilfreich sein. Das war mir klar, aber egal. Jedenfalls, diese Bückerei hat mich wahnsinnig gemacht. Die Bückerei? Ja. Wer bückt denn? Ja, du hast gerade mit diesem Buch da oben. Ach, diese Bückerei! Ja, ich hab's. Was ist denn das jetzt nun? Ja, was ist denn das jetzt nun? Ein Poesiealbum. Was kommt denn jetzt? In allen vier Ecken soll Liebe drinstehen. Ja, wirklich. Und jede. Deine. Ein Feuerwerk mit der Seelenschnauze. Seelenschnauze, wie geht das noch? Meine Liebe soll so treu, nass sein. Nee.
Meine Liebe soll so nass sein. Mit der Sirenschnauze, dieser vier, dieser drei. Du musst das Pausenzeichen von. Nein! Arbeit doch ein bisschen mit, bitte. Anki, sie stimmt! Dieses scheiß Fieder, wie heißt das doch? Anki. Ja, genau. Und du bist im Fußbüttel aufgetreten, in Santa Fu bist du aufgetreten. Zweimal schon. Oh, ich liebe das, ich möchte auch da auftreten. Das ist geil. Johnny Cash-mäßig. Ja, klar. Das erste Mal war es so, dass. Also, man hat uns gesagt, da kommen so 100 Leute. Bei Udo und bei Nina Hagen und so waren auch so 150, 200 Leute. Entschuldigung, ich muss wieder da kommen. Die müssen doch rein. Die wollen, wenn sie wollen. So. Ah, okay. Und bei uns waren dann so 500, 600 Leute da. Nicht dein Ernst. Und es stand hinten die Polizei mit diesen Splitterschutzwesten und diesen totalen Kampfanzug. Und es war original wie in dem Video The Pretender von den Foo Fighters. Beim zweiten Mal war es so, dass mitten im ersten Stück, also witzigerweise waren die Migrationstypen standen vor mir und die alten Leute standen damals vor Pape, die ihn wahrscheinlich auch kannten. So, und aus meiner Gruppe stand im ersten Song ein Typ auf und ich sag, stopp! Und der Typ so, was? Ich sag, Alter, wir sind im Trakt für Lebenslängliche. Wie scheiße können wir zwei sein, dass du im ersten Stück aufstehst, um in deine Zelle zu gehen? Und du so, ach, der wollte gehen, der wollte nicht applaudieren. Das war der Erste, der am Stuhl stand. Ja. Und was ich sehr sympathisch fand, das fand ich sympathisch. Alle wollten Fotos machen, darfst du leider nicht. Aber was ich wirklich toll fand, war, dass alle auch Kinder hatten mit normalen Namen. Ja, natürlich. Das irrsinnige Christina mit 6 Y und so, das ist ein Scheiß und so. Die Leute waren so ungesehen, die waren so süß. Das war, es war, ich würde es jederzeit, es ist ein bisschen komisch, wenn man reinkommt, weil du musst ja alles abgeben und so. Und dann so, also, ein bisschen komisch, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Beim ersten Mal, was du dann mit der Band da gespielt hast. Aber die Live-Visitation war ganz schön, ne? Ich war bei der Musterung bei der Bundeswehr zweimal. Aber jetzt mal. Und du glaubst gar nicht. Was glaubst, du da alles findest. Nein, du glaubst gar nicht, wie hübsch die Frauen sind, die so Hustenkur machen. Ich war auch bei der Musterung. Husten Sie doch mal. Der Witz macht jeder so. Ich weiß, den macht jeder, aber jetzt stehe ich da. Aber jetzt mit meinen Glocken in ihrer Hand. So, ja. An, frag mal alle, auch an die Bundesregierung, würdest du ausgemustert, wenn du da plötzlich pipiest und dann entschließt, wo es gar nicht funktioniert, ist doch Schwachsinn. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht, was hier warum heißt. Ist mir doch egal. Ist mir auch nicht, ist doch egal. Damit kontrolliert. Ich war der Chef nachher, was sollte mich interessieren, das nicht. Also, wir müssen ein bisschen ranstellen, Also wenn es so weitergeht, kannst du 2 Sendungen rausnehmen. Ich liebe es, so, macht so viel Spaß. Von mir aus gerne. Hast du auch noch ein bisschen Spaß? Oder ist habe sehr viel Spaß. Freut mich sehr. Wenn ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Aber nein, das wirst du wundervoll Meister, weil du bist ja auch. Ich bin ja Autist, ne? Ich muss es zu Ende führen. Autist sind die Typen, die gut rechnen können, oder? Es ist der Leistenbruch. Es wird kontrolliert, ob der Mann ein Leistenbruch hat. Husten springt er. Wenn du ein Leistenbruch hast, springt der Hoden in den Körpertorso zurück. Und bleibt nicht im Sack. Und jetzt mache ich die Geste, die man nur macht, wenn man als Hollywood-Star richtig empfindet. That's my boy. Wow, da brauchst du mal Muskel eigentlich. Niemand mehr helfen. Was soll ich machen? Das kann doch kein Mensch lesen. Da hat keiner was reingeschrieben. Nein. Du zeigst mir jetzt gerade deinen Monitor. Soll das sein? Ja, wir es hinkriegen. Nächste Runde ist die Ergänzung. Ich habe 6 Aussagen verfasst, die nicht vollständig sind. Einfach bitte ergänzen. Wie auch immer du es für richtig hältst, ist dann auch ergänzen. Es nervt selbst mich. Nein, ist okay. Meine Hüfte ist okay. Ja, nee, es ist voll auch ein bisschen. Das ist der Charme der Sendung. So ist das. Ja, ich finde das voll okay. Lolo King Kerl. Ja. Er ist die Aussage. Ich wache auf und finde mich im Film Brokeback Mountain wieder. Ich mache als erstes Sport im Zweiten. Das ist lustig, aber du weißt schon, was Brokeback Mountain ist, ne? Sport im Zweiten. Sport im Zweiten. Zweitens. Nichts ist. Musst du jetzt nicht trinken? Nö, das hat damit nichts zu tun. Dieses Mal jetzt nicht. Nimm dir einen Konsonanten mit den 78 das Stellen. Das geht noch. Nein, okay. Das geht noch. Ja. Ich muss nachher wieder beim Spiel spielen, dass du bestimmt gewinnen wirst und nicht ich. Deswegen trinken wir nur aus Spaß im Moment. So, zweitens. Nichts ist schlimmer als. Whataboutism. Ja, da sagst du was. Lassen wir so stehen. Ja, weil alle dummen starten es nach. Du hast also, vollkommen recht. Ich engagiere mich ein bisschen für verschiedene Sachen. Und ich bin auch dafür, dass Corona. Ne? Ja, es ist so, vor einem Jahr hätte niemand jemals geglaubt, dass Menschen wie Spahn oder Söder
sinnvolle Dinge von sich geben. Das stimmt. Aber ja, es liegt an den anderen, dass sie nicht besser sind. Aber trotzdem sage ich so, alter Schwede, Donnerwetter, Olaf Scholz, den ich persönlich kenne und schätze, das sage ich wirklich, weil er Politiker sein will. Er will wirklich was verändern, er will was bewegen. Ich habe mit ihm einen langen Abend in Berlin verbracht und es war wirklich sehr, sehr nett. Aber der ist 14 Stunden Kanzlerkandidat und als erstes kommt die Steuererhöhung. Von wem? Von wem Steuererhöhung? Warum geht er nicht? Ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Aber das Einzige war doch, beim G20-Gipfel, wo der war in der Elbphilharmonie. Das war irre. Durchgedreht. Das war irre. Da wäre ich als Herr Schulz, ich werde da sofort, würde ich da stehen. Natürlich. Ja, in Schimmel, da stehst du als Erster vorne und sagst, Freunde, das ist scheiße, du kommst aus Berlin, du kommst aus kaputt. Ja. Und ich bin ja auch dankbar für Leute, die gerne Politiker sein wollen. Dann muss ich es nicht machen. Ich verdiene, wie viele andere meiner Branche, wenn wir ganz ehrlich sind, seit November letzten Jahres. Nichts fast mehr. Kein wirkliches Einkommen. Im November haben alle die Rechnung nicht bezahlt, weil so ein Mensch. Ja, ja. Dann hört so Weihnachten, Neujahr, ist ja weit besoffen, keine Ahnung, Januar? Es ist immer Januar, weil sie in die Ferien kommen, so die Kinder müssen wir allein. Also Februar müssen wir in die Ferien, müssen wir immer so März, auf Lockdown. Und du sagst, es ist seit November fertig. So. Und dann kommt Jürgen Milski und sagt. Ja, der kommt wirklich. Jürgen Milski und sagt. Und das. Du bist so lustig. So. Jürgen Milski kenne ich nicht. Ach, kennst du nicht? Nein, das kenne ich. Okay. Alex Jolich war mal mein Nachbar. Mhm. Ist mein Freund. Ja, den mag so. Und ich habe damals gesagt. Wenn ich Elbers so auf uns zukam und sagte zu mir, wollen wir nicht mal eine Platte machen, du machst doch mit vielen Leuten Duette. Und habe ich gesagt, ja, ich rufe dich an. Und Alex sagt, und dann kommt, und Alex hat diese unfassbar geile Stimme. Und ich sage, also für alle anderen, er hat gefragt, die wird doch ganz normal. Sie wirkt doch ganz normal. Ja, und dann hast du verstanden, was ich gesagt habe. Und in der Tat, Jenny ist viel normaler, als die Leute denken. Ja, das ist mir sehr verständlich. Und ich habe in der Tat, weil ich kannte ihn schon 14 Stunden, ja, dafür schaffen man, in der Zeit schaffen manche Kinder nur ein A. gesagt, ja, aber. Was auch immer passiert, du gehst vor dem Frühstück. Hat er nicht gemacht, sie haben einen Sohn. Egal. Ja, das weiß ich. Jedenfalls ist es so, dass Jürgen Milski, den ich gar nichts haben muss, etwas getan hat, was ich zutiefst schäbig finde. Er hat erzählt, ich habe 2 Eigentumswohnungen in Köln-Bochz. Was ja super ist, denn das gönne ich dir. Super, super. Und Jürgen Drews, und jetzt wird's kritisch. Diese ganzen Typen haben ihre Kohle versoffen. Nein, ja. Jürgen Drews ist einer der härtesten Arbeitstypen der Welt. Liebe ihn. Ja, so. Ist er auch. War auch schon bei mir zu Hause. Liebe ihn. Hat leider gegen unsere Absprache verstoßen, weil ich gesagt habe, Jürgen, was immer du tust, mach es nicht nackt und sing nicht. Er hat alles gemacht. Aber so auch. Ist und er saß da, er saß da mit einer, aus dem Nichts hat Jürgen Drews plötzlich einen Hermelin-Weste an, einen nackten Oberkörper und eine Krone auf und singt auf einem Banjo, ich bin der König von Mallorca. Und ich sitze neben ihm, links neben ihm, und links neben mir sitzt Maruscha, die gesagt hat, ich komme nur, wenn Jürgen nicht singt. Ich sage, ich schwöre dir, er singt nicht. Aber er hat gesungen. Oh, und es sank das Niveau und es sang Jürgen Drews. Und es war so, und Maru saß da so, was? Und Jürgen sang immer weiter. Und währenddessen rubbelte, um es jetzt positiv zu sagen, sein Dackel, ein Weibchen. Rubbelte wogegen? Gegen dich? Nein, am Bein von Jürgen Drews. Oh, das ist natürlich doof. Und Thorsten Berra von Viva 2 filmte das so und sagte so, ganz großes Fernsehen, ganz großes Fernsehen. Und im Hintergrund saß unser Produktionsfahrer von damals, Simon Gose-Johann. So klein ist die Welt. Ich liebe Simon Gose-Johann. Natürlich. Alle meine Freunde dürfen Comedy Street sehen. Nur ich nicht, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Ich finde das so gemein. Finde ich nicht. Ja, wirklich nicht. Natürlich nicht. Alles in meinem Büro damals. In deinem
innenhofähnlichen Apartmentkomplex, wo du gestern die Treppe runtergefallen bist. Ja, immer genau. Wo ich aus Altersgründen nicht mehr auf Sucht, ich wäre auf Sucht stolz, aber ja, okay, ja, wir müssen ein kleines bisschen, ja, aber ich kann ja auch, was ist das nur, oder? So lustig, ich liebe das, ich finde es lustig. Drittens, ich habe Angst vor Dummheit. Ich auch. Würde ich genau sagen, können wir auch stehen lassen. Ich genau das sagen. Muss ich nicht erklären. Nee, müssen wir nicht erklären. Sehr sinnvoll. Viertens. Folgendes würde ich gerne können, tue ich aber nicht. Richtig geil Gitarre spielen können wie Eddie Van Halen. Weißt du was, ich dachte, dass du das kannst. Ich habe ja gesagt, so, komm, bring die Gitarre mit oder komm doch hier mit die Stimme. Keine. Aber du bist so ein... Du bist ja so Matrose, natürlich musst du das können. Nein, da, wie spielst du dieses komische Wusu-Wusu? Was? Ist, du bist ein Hammer. Das ist Freddie Mercury. Nichts. Ja, nichts. Das stimmt. Mick Jagger. Wiederum, das stimmt. Nichts. Elton John. Aber das ist Freddie Mercury, ne? Ist ja nicht der natürlich. Beste. Natürlich. Wer kann so singen? Wer konnte so singen? Ich war bei Queen Adam Lambert. Ich liebe Adam Lambert. An der ist Quelle. Und die Quelle ist wo? Wenn nicht Wembley, dann ist es im HSV-Stadion. Bitte, Indiba, Volksparkstadion, was ist das? O2 in London. Ach so, da war ich auch schon. Das ist einfach... Ein Wahnsinnstyp, eine ja. Wahnsinnsshow. Ja. Ich habe Queen auch gesehen mit den anderen Sängern. Aber hast du ihn auch noch, du warst, bist ja alt genug, nein, ich ihn Kampfer selbst hätte es erleben gelassen, können. Nein, okay, weil der ist mein... Freddie Mercury ist einer der besten Frontmen aller Zeiten. Ja. Und dann muss ich sagen, ich muss auch ganz kurz, ich vergessen gerade, es ist auch in excess, ne? Ja, aber schon tot. Gestern ist jemand vom New Yorker rausgeschmissen worden, weil er sich blöderweise eingekeult hat. Im New Yorker Klamottenladen? Nein, der New Yorker, die Zeitung. Okay. Der New Yorker. Ah, okay. Während einer, ich vergesse mal, wie es heißt, Blabla Zoom-Konferenz oder so. Und Michael Hutchins hat sich leider blöderweise offenbar bei derselben Tätigkeit an einem Türknauf in Hongkong erhängt. Ja, aber was ich sehr, sehr geil finde, und im Moment gibt es ja nicht so viele neue Veröffentlichungen, und ich finde wirklich Miss Sarajevo von Major Boys and Friends, wo ich mitgewirkt habe, super geil. Aber ich finde auch das erste Album von der Tochter von Michael Hutchins super. Das super. Wusste ich gar nicht, dass die heißt sie denn? Tiger Lily. Und Bob Geldof. Ja. Weil Bob Geldof war ja verheiratet mit der Frau, die ihn verlassen hat, wegen Michael Hutchins. Dankeschön. Und ich habe Michael Hutchins mal kennengelernt. Wie vorhin warst du bisher ein Rockstar. Viertens, lieber. Ich bin halt ein Rockstar. Du bist halt. Vergiss das nicht. Er ist halt ein Rockstar. Vergiss das nicht. So ist es. Fünftens. Ich, Moment, ich kann es nicht mal lesen. Ach ja, wenn ab morgen die Welt so wäre, wie ich sie hätte. Nee. Wenn alle Menschen ab morgen so wären wie ich, würde es ab übermorgen keine mehr geben. Unfairness mehr geben. Dankeschön. Ich habe es sehr plump formuliert, aber genau. Und niemand wird mehr Tiere essen. Psst, wenn was. Und ich habe dann trinken. Du kriegst jetzt Wasser von der Seite. Wie schäbig ist das denn? Anscheinend es wird dir erzählt, dass hier gesoffen wird wie die Tiere. Tut's und es ist nicht wie bei Ina Müller oder wie bei der Klügere kippt nach, wo keiner Alkohol trinkt, bis Lotto kommt und sagt, ich kann den Barkeeper, ich hab da ein Rezept. Und Hella von Sinnen sagt blöderweise, Hella von Sinnen, das probiere ich mal aus. Und man sagt, wow. Ist für erste Liga hier gerade, ne? Aber egal. Ja, ja. Nein, aber man muss sie auch noch am Ende der Sendung verstehen können. Ich weiß. Bei dir ist egal. Ja. Das ist das Schöne. Sechste und letzte Frage. Ich konsumiere zu viel? Mineralwasser. Du könntest auch einfach Zucker sagen. Weil Zucker ist auch ein tolles Zeug, aber das ist... Ich hätte alles Mögliche sagen können, aber ich habe Mineralwasser gesagt. Und du... In einem Senfglas, in einem ehemaligen Senfglas. Wer sammelt die denn nicht? Natürlich keiner! Das haben wir alle! Ich lebe davon! Das sind die besten Gläser, die du im Ich hätte überhaupt haben. Keinen Haushalt, wenn es keine Senfgläser gäbe. Wir spielen jetzt ein Spiel, da müssen wir aufstehen und kurz. Oh, aufstehen. Das wird schwierig. Stimmt, mit deinem schadhaften Rücken. Ja. Ich weiß nicht, die Show ist.
berühmt für ihre innovativen Spiele, den noch nie hat jemand, auch bei Günther Jauch, das nicht gespielt. Wir werden zeitgleich. Ja. Ihr habt eine Spaghetti-Nudel im Mund. Oh, das ist wie bei Aristokess, oder? Oh. Oh, nein, wir machen, sowas machen wir nicht. Also, nach über 500 Sendungen in deutschen Fernsehsendern sage ich so, es ist wichtig, dass man Worte mit Vokalen wirkt. War keine so schön wie meine. Sie kann's. So. Sie kann's. Ansonsten sage ich nur, es ist ein Hasen. Hallo, jetzt bist du ein bisschen super. So, das willst du in den Mund nehmen, ich auch. Ja. Und wir werden... Diesen Satz, den sage ich nochmal, noch weiß ich mal. Und hey, natürlich. Was sonst? Ein Elber muss doch nochmal schäbig verwandeln. So, der Torwart fällt wegen eines Herzinfarktes nach links, dann schießt halt rechts rein. Es ist so. Tor ist Tor. Wir fangen jetzt alle auf, jetzt werde ich los. Diese 10 Penne-Nudeln mit diesem Spaghetti-Nudelchen, nur mit Hilfe dieser Tätigkeit, ohne Finger. Ja, da haben Frauen ja einen riesen Vorteil, oder? Ich habe lange nicht mehr gesagt. Frauen und Freddie Mercury haben einen riesen Vorteil, okay, ja. So, okay. Verstehst du, was ich machen soll? Ja, ja, ja. Nicht mit der Hände. Du hast doch mal den 10 Dinger erleben. Ja, falls es abbricht. Und wir alle wissen, dass das natürlich immer weicher wird, je länger man da rumläuft. Ja, das musst du jetzt mal schnell machen. Und das ist ja das Gegenteil von der realen Welt. Und falls es lange dauert, brecht ihr ab, einfach, wenn es peinlich ist. Und sowas Dünnes kennen wir in der realen Welt. Natürlich nicht. Okay, aber ich bin jetzt fertig. Ohne Hände. Super schwer, wenn ich gerade. Ich glaube, wir machen nur 5. Du bist doch nicht meine. Hey. Hör ich mal. Ich glaube nicht, dass wir gerade eine Hand. Nein, ne? Du musst das nur machen. Aber die müssen doch rein. So. Ich bin verloren. Vergiss es, das wird nie funktionieren. Lass uns Tempo machen. Da musst du exen. Ja, aber ich habe gewonnen. Ich konnte es voll gut sagen. Ja. Gefällt es dir? Ja, deine Stütze. Ich muss hier wieder überleben. Ja, genau. Und du musst noch einen hellen Wind bekommen, ne? Ja, klar. Ja, okay. Ich höre ein bisschen. Wie war das? Du bist ja mit dem Taxi hier. Ich lasse ja nie eine Sekunde aus. Zwischendurch zu können. Aber was kannst du am besten? Du kannst das Blasinstrument, was wir gleich hören werden, von dir spielen. Die und du Königin der Blasinstrumente ist die Kazoo, die ich von Jörn Halbe geschenkt bekommen habe. Jörn, du weißt, wir lieben uns seit Mitte der 80er. Ja, und er hat auch vor einem Zertinian das erste Mal falsch gespielt. Aber das ist nur eine Legende. Ja. Du fängst an, schön in C-Dur, wo auch immer es geschrieben steht, du weißt genau. Zähne G, wir fahren auf Tournee. So, und ich werde die Königin der Blasinstrumente spielen. Ja. Dieses Leben ist ein Eins, und es tausche ich gegen keins. Hab schon immer Scheiß gemacht, wird gefeiert, es ist grad. Oh, wie ich das noch kann, reicht ein Leben lang. Das weiß ich nicht genau. Und deshalb mache ich euch blau. Ich tu mir euch die Hucke voll. Denn im Himmel gibt's kein Alkohol. Und auch mit Sex und Zigaretten, das eigentlich saufe Kill. Oh, ich tu mir euch die Hucke voll. Denn im Himmel gibt's kein Alkohol. Kein Fußball und kein Bier. Und deshalb bleib ich hier. Wir feiern Weihnachten, Ostern, Pfingsten, doch wir sind nicht mehr die Jüngsten. Und der Nikolaus heißt Klaus. Klaus. Ja, Klaus, unser Himmelfahrt muss alles auf. Oh, was willst du auch anderes machen, wenn die Anschläge näher krachen? Wir sind längst schon vorbereitet, wenn die letzte Glocke läutet. Ich tu mir euch die Hucke voll, denn im Himmel gibt's kein Alkohol. Und auch mit Sex und Zigaretten, kriegst du endlich saufen können. Ich tu mir euch die Hucke voll, denn im Himmel gibt's kein Alkohol. Kein Fußball.
deshalb bleib ich, deshalb bleib ich bei dir. Außer die Stufe, sie trifft Kasse 3. Voll, denn im Himmel gibt's kein Alkohol. Und auch mit Sex und Zigarette bist du nicht saufen. Oh, ich hau mir euch die Hucke voll. Denn im Himmel gibt's kein Alkohol, kein Fußball und kein Bier. Und deshalb bleib ich, deshalb bleib ich. Wow, was? Kannst du aufhören, das kann das war jetzt ein bisschen Kunst. Verabschieden mit diesem wundervollen Künstler. Ich werde mit ihm die nächsten 20 Jahre auf den Bühnen der Welt mit dem Song Hamburg, meine Perle, wundervoll auftrumpfen, weil du hast ja versprochen, ich singe mit dir jetzt für immer diesen Song. Ja, machen wir jetzt mal. Ich kann recherchieren, sie kann wirklich ganz gut singen. Ja, kann sie wirklich. Nicht so ja, ich weiß. Check mal aus Major Boys and Friends. Mysterio. Ja, vor allem, er muss aus diesem schrecklichen Hinterhof. Er muss Ruhe haben. Im Alter muss man Ruhe haben. Da kannst du nicht mehr da wohnen, wo Menschen um 23 Uhr nachts die Garage abreißen. Spenden. So. Ja, tschüss. Ja. Alles wird gut. Ich hab euch lieb und eskalitiere.